Ich begrüße euch alle recht herzlich am Set von Hüfner Landschaftsgartenbau GmbH. Gestern war der erste Aufbautag an dieser wunderschönen Location bei Uhl hier in Hofweier. Und wir haben in Kooperation mit Uhl und Hüfner die Möglichkeit, hier jetzt 3 Tage lang zu drehen. Angefangen hat eigentlich alles mit unserem Hochzeitsfilm. Und dann hat der Daniel uns mal gezeigt, was er alles macht. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir auch einen Imagefilm drehen könnten mit ihm. Das war schon länger Thema in der Firma. Und dann sind wir auf die Idee gekommen. Und ich bin wahnsinnig begeistert, ja, und danke auch für das tolle Vertrauen, was wir hier machen können, weil diesmal wird alles anders. Wir wollten schon immer ein Image-Video drehen, dass wir der Bekanntheitsgrad im Prinzip vergrößern bei uns. In diesem Fall hatten wir echt wirklich ein weißes Blatt Papier vor uns und wir hatten die Chance, einfach mal im Team uns Gedanken zu machen, was machen wir diesmal. Die Idee war vom Daniel und von mir. Wir haben geguckt, was wir machen. Wir haben manche Screens angeguckt, sag mal, wie könnte man es machen. Und dann kam mal die eine verrückte Idee zur anderen. Die Inspiration kam wirklich dann durch die Teammitglieder, durch unser Kreativteam. Ja, wir haben viel gesprochen, haben uns auch viele Trailer angeschaut und sind dann mit der Idee dann darauf gekommen, dass wir einen tollen, kurzen Trailer drehen. Und ja, darauf habe ich Lust. Ja, es wird witzig. Und ja, ich glaube, wir haben ein tolles Set. Ja, das Team funktioniert 1A. Heute bin ich für die Aufnahmeleitung zuständig. Vormittags war klar, im Lager vorbereiten, Technik einladen, Technik vorbereiten, Technikcheck, dass alles passt. Dann sind wir mittags hierher gefahren, haben alles aufgebaut und dazu kommen natürlich auch die organisatorischen Sachen. Jeder muss wissen, wo er hin muss. Die ganzen großen Maschinen von Hüfners, ja, Radlader, LKWs, die müssen auch irgendwo stehen. Die gehen dann am zweiten Drehtag ans Set. Ja, und das alles zu organisieren in kurzer Zeit ist gar nicht so einfach, weil da sind viele Faktoren, die aufeinandertreffen, die dann aber wie ein paar Zahnräder flüssig ineinander greifen. Wenn es ums Essen geht, Trinken, um die ganze Versorgung, dass wir zeitlich alles im Zeitplan halten und genau darum bin ich hier. Ich habe heute die Klappe gemacht zusätzlich und das macht eigentlich recht Spaß immer. Das heißt, vor Drehbeginn einmal die Klappe in die Kamera halten und dann geht's los. Der Film ist aufgezogen wie ein Trailer, von den Einstellungen eher szenisch gehalten. Wir haben fast alles mit 2 bis 3 Kameras gedreht. Das macht es für mich natürlich aufwendiger in der Positionierung der Kameras. Natürlich bringt es eine höhere Wirtschaftlichkeit mit sich, da wir natürlich während einem Take 2 Einstellungen drehen können. Mein Aufgabenbereich bei dem Projekt besteht darin, dass ich unter anderem den Kevin, dem Kameramann, assistiere. Was so heißt, die Kamera vorzubereiten, als auch dann während den eigentlichen Takes mit den Darstellern Schärfe zu ziehen. Technisch auf einem super hohen Niveau. Wir drehen hier in 8K, machen hier richtig gutes Kino-Image, weil es ja auch später für Kino-Look gedreht wird. Drehen hier mit 2 Kameras, ja, auf Kran, auf Slider. Also ich mache alles, was mit Ton zu tun hat. Ich bin der mit der typischen Tonangel, die man immer wieder an irgendwelche Filmsets sieht und sorge so mit für den guten Ton. Die Herausforderung ist vor allem, richtig zu mikrofonieren, im richtigen Moment das Mikrofon dahin zu platzieren, dahin zu halten, wo halt auch gerade die Post abgeht.
Ich bin hier am Set von Hüfner für das Making-of zuständig. Ich muss also eigentlich immer am Set da sein, wo was passiert. Dann habe ich sowohl eine GoPro als auch die GH6 und ich werde mit beiden Kameras den Dreh begleiten, sodass wir ein bisschen Behind-the-Scenes-Material haben. Meine Aufgabe ist vor allem die Begleitung von den Social-Media-Kanälen, da ein bisschen Stories zu machen, Beiträge zu machen, Reels zu machen. Und ich schneide auch tagesaktuell hier am Schnittrechner ein paar Videos, dass die auch gleich heute raus können. Ich mache heute die Maske und bin dafür zuständig, dass die Darsteller gut vor der Kamera aussehen und dass niemand glänzt. Also die größte Herausforderung ist es, glaube ich, mit so vielen Komparsen. Dann muss man doch alle ein bisschen im Auge behalten. Ja, wir befinden uns heute am ersten Drehtag. Heute ist eine der wichtigsten Szenen. Wir haben einen alten Bekannten, den Sharif Onis, gewinnen können für diese Szene. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass er da ist und das machen kann. Ich spiele Hakan, einen Mitarbeiter hier aus dieser Firma. Und der so eine kleine Motivationsansprache hält für das ganze Team. Und dann wird aufgebrochen und gearbeitet. 50 Komparsen alleine schon, da geht ordentlich Action. Aus. Wow, sehr schön, sehr gut, prima. Take 1 ist durch, hat viel Spaß hier. Ja, ich glaube, das ganze Kieswerk von Uhl hat gehört, wie die hier jubeln und reichen. So soll es auf der Arbeit sein, Leute. So muss man arbeiten. Das war schon eine spannende Geschichte. Ja. Wir haben hier wirklich Radau gemacht. Ja. Die Leute waren gut drauf. Wir haben hier ein bisschen Sprachbarrieren auch. Ja. Nicht alle sprechen Deutsch. Das heißt, wir haben deutsch-englisches Set. Ja. Also sehr international gehalten. Aber letztendlich hat es sehr, sehr gut funktioniert. Was ich natürlich cool finde, ist immer schön und nicht alltäglich, wenn man eben große Sets hat. Also große Set-Pieces mit vielen Komparsen. Viel geht ab. Ne. Der Daniel inszeniert da natürlich immer über 30 Leute, inklusive Fahrzeuge und das macht es für mich natürlich spannend, weil man einfach ein paar andere Möglichkeiten hat, bei so einer Masse an Komparsen sich quasi seine Bilder zu suchen. So, wir drehen jetzt Szene 3, eine der wichtigsten Szenen, nämlich da, wo man die Leute durch den Tunnel rennen sieht. Sirene geht an, die Leute sind motiviert, rennen zur Arbeit, wie sie es jeden Tag bei Hüfner machen. Und nehmen ihre Arbeit hier wichtig? Wir machen eine Probe. Einmal so schnell durch den Tunnel rennen wie möglich. Achtung und Probe, Action! Und los, 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 los! Ab, 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 ab! Mein Highlight war es heute, hier in diesem Team zusammen zu drehen. Wir hatten wirklich eine riesige Szene mit 80 Maschinen, 60 Mitarbeitern und das alles wie in einem kleinen oder großen Sandkasten. Der zweite Drehtag hat auch wie der erste schon relativ früh begonnen.
Um 7 Uhr waren wir hier vor Ort und haben gepreppt und haben dann direkt angefangen. War ein spannender Tag, ja. Wetterbericht, wirklich 90% Regen, Blitz und Donner. Ich glaube, alle wollten das Ding schon abblasen. Wir haben es trotzdem durchgezogen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen meine Art. Ich sage mal, lieber machen, nicht lang quatschen. Und es hat am Ende uns wirklich, also hat sich bewahrheitet, dass es sehr gut funktioniert hat. Hey, es ist ein bisschen Risiko, wie beim Film, immer wenn man draußen dreht. Heute war der Sonnengott auf unserer Seite und wir hatten richtig Glück. Nee, haben gut durchgerockt. Nee, die eine Frage ist ja, warum liegt eine Klopapierrolle auf dem Mac-Liner? Und warum? Ich habe die Vermutung als Requisite. Highlight war, dass unsere Mitarbeiter so viel hin und her rennen und dass die das echt alles mitmachen. Also bin ich wirklich stolz drauf, dass die alles so mitziehen. Kühn Media hat sich da eine wahnsinnige Arbeit gemacht. Es ist geil zu sehen, was alles aufgebaut ist. Bin selber gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel dahinter steht. Ich war gestern schon beeindruckt beim Aufbau, bei der Vorbereitung. Alles sehr, sehr professionell. Ihr seid ein tolles Team. Unsere Mitarbeiter ziehen gut mit. Zusammen unschlagbar, das ist so unser Motto, was wir haben, weil ich immer wieder sage, ohne unsere Leute wäre die Firma Hüfner GmbH nicht auf dem Stand, wo sie heute wäre. Wie es mir gefällt alles, im gesamten Resümee ist eigentlich, muss ich sagen, ist super. Wird eine coole Sache. Es wird ein richtig cooler Film, Kühn Media macht einen guten Job, tolle Mitarbeiter. Schauen wir mal, was rauskommt dabei. Hat mega Spaß gemacht, ja, es waren 3 kurze Tage, wenn man den Aufbau mit reinzählt. Die Leute haben Spaß gemacht. Das Team hat super funktioniert, aber auch quasi unsere Laiendarsteller, unsere Statisten, die ja quasi nicht kameraprobt sind, waren auch voll dabei und es hat super funktioniert. Wir sind super gut durchgekommen. Die 2 Tage haben mega viel Spaß gemacht und generell würde ich sagen, es war einer der Drehs, wo wir wirklich gut zusammenarbeiten mussten, was Teamarbeit anging, um alle gut zu koordinieren und das haben wir eigentlich echt super hinbekommen. Ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Es war auf jeden Fall, hat immer Spaß gemacht, sehr herzlich, sehr familiär und auch heute hier ein Riesenset mit vielen, vielen Komparsen. Es macht riesig Spaß und ich fühle mich wohl. Vielen Dank an die Firma Uhl, die uns hier wirklich so toll unterstützt hat, ja, mit der Location, mit allem drum und dran. Und natürlich ein riesen, riesen Dankeschön an die Firma Hüfner, ja, mit all ihren tollen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auch Simone und Florian. Hey, ohne euch wirklich tollstes Vertrauen. Wir haben auf dem weißen Blatt Papier angefangen. Und das, was wir heute geschaffen haben, das ist Weltklasse. Chapeau an alle, ja, also war mega, hat wirklich gut funktioniert und alle Departments aus Technik, Kreativ und auch der Aufnahmeleitung, hey, alle mitgezogen. Es ist eine Weltpremiere, es ist auch für uns natürlich eine Sache, wie wir es in dieser Dimension noch nie gedreht haben, weil wir natürlich alles aus Commercial, aus Kinotrailer und eigentlich 90 Minuten Spielfilm, Blockbuster in einem nehmen. Und mit viel Witz, mit viel Charme, auf der anderen Seite hoher Maschineneinsatz. Ey, das ist Premiere. Ja, das ist wirklich, ich muss echt sagen, Weltklasse. Ich freue mich auf diesen Film. Ja, es ist ein Film für die großen Leinwände gemacht. Und das ist, glaube ich, was es auszeichnet heute.